Hallihallo, liebe Leute, und heute präsentiere ich euch mal wieder ein Spiel aus meiner Vergangenheit. Mit einem sehr großartigen Spiel, mit dem ich aufgewachsen bin. Für den guten alten Gameboy, nämlich Adventures of Lolor. Ja, das gute alte Puzzlespiel, Knobelspiel, wie man es auch nennen will, ist auf jeden Fall ein sehr schön gemachtes Spiel, wie ich finde. Und im Prinzip, dachte ich mir, dass ich euch das auf jeden Fall auch näher bringen will. Dadurch, dass ich das Spiel als Kind sehr geliebt habe. Ich mag es auch immer noch, das Spielprinzip. Ja, wenn man mal überlegt, dass das Spiel schon seit dem NES überhaupt besteht, also die Spielreihe wohl bemerkt. Aber naja, wir spielen jetzt auf jeden Fall hier den Gameboy-Teil, der ja auch bei uns erschien. Leider nur in englischer Sprache, weil deutsche Texte wollen die in den Spiel wohl noch nicht machen. Ja, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn wir das Spiel direkt starten, zwischen neues Spiel, also neues Start oder fortsetzen. Wir fangen direkt ein neues Spiel an. Und dann kommt auch direkt Lolo auf uns zugerannt. Willkommen in Edenland, ein Land voller Puzzle. Mein Name ist Lolo, ich bin der König. Dies ist ein Spiel von voller Action und Mysterien. Lass uns mit dem Basisdingern starten. Hier haben wir 8 Charaktertypen, 8 Einrichtungen und 3 Power-Level. Als erstes zeige ich euch, wie man dieses Spiel simuliert. Dann kannst du es versuchen. Bereit? Drücke den A-Knopf für das Simulationsspiel. Drücke den B-Knopf, um direkt zum fortgeschrittenen Level zu gehen. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, was wir als erstes machen wollen. Wir können im Prinzip Tutorials-Level spielen, wo man das Spiel quasi gelernt bekommt. Das will ich jetzt aber in diesem Let's Play, in dieser quasi Let's Show-Aufnahme nicht machen. Deswegen gehen wir direkt zu den fortgeschrittenen Leveln über. Also einfach B drücken. Und dann kommt direkt Lala dazu. Ich bin Lala, ich bin die Königin von Edenland. Wir lieben Musik und Tanz. Hier kommt das nächste Spiel, Level Tanz und Musik. Viel Glück! Ja, das ist jetzt auf jeden Fall das fortgeschrittene Level. Ist auf jeden Fall auch sehr genial gemacht. Warum? Hier kommt das Lolo-Orchester! Yeah! Yahoo! Lolo ist ein Meistermusiker. Lala eine inspirierte Tänzerin. Auf jedem Instrument. Zu jedem Schritt. Zusammen bringen sie alle in den Wahnsinn. Ohne jeden Zweifel. Aber genug geredet. Ohne jegliche Verzögerung werde ich euch heute die Reihe zeigen. Als erstes Hula-Tanz. Gefolgt bei orientalischen. Dann Hausmusik. Flamenco. Und unser großes Finale. Lass uns das als Überraschung aufbewahren. Was? Wie wir Lolo und Lala auf diese Stage bekommen? Löse die Rätsel, löse das Puzzle. Löse einfach die Puzzle und genieße die großartige Performance. Ja, Leute, im Prinzip geht es darum, dass man in diesem Spiel Puzzles lösen muss. In Form eines vogelperspektivischen Puzzlespiels. So sieht es in etwa aus. Sehr interessant eigentlich. Nein, was muss man im Prinzip jetzt tun? Also das Ziel des Spiels ist es auf jeden Fall, diese ganzen Herzsymbole hier zu sammeln. Die wir hier auf dem Boden sehen. Lolo steuern wir übrigens mit dem Steuerkreuz, ist ja klar. Wenn ich jetzt B drücken würde, würde das Spiel oder das Level von vorne beginnen. Sprich, wir würden uns selbst umbringen, wenn man jetzt sozusagen sich selbst irgendwie einkesselt oder so. Ist das schon ziemlich praktisch, wenn man sozusagen, ja, meint, man hat einen dummen Fehler gemacht oder so. Ja, und wenn man alle Symbole oder alle Herzen aufgesammelt hat, kommt hier sozusagen eine Note in diesem Fall. In manchen Fällen ist auch ein Schlüssel oder so auf jeden Fall das Teil, was wir sammeln müssen, um das Level beenden zu können. Dann müssen wir nur noch zum Ausgang und wir haben das Level geschafft. Und in diesem Fall erhalten wir eine Belohnung, wir erhalten eine Note, sprich eine Raute und ein Passwort dazu. Ja, dieses Spiel hat Passwortfunktion.
Um es fortzusetzen, es hatte keine Batteriespeicherfunktion. Hier haben wir jetzt neue Gegner. Oder sprich Gegner, die uns lästig werden können. Und auch neue Blöcke. In diesem Fall, diese Gegner reagieren sozusagen auf Lolo, wenn er vorbeigehen will. Die können mich sozusagen auf Anhieb umbringen, wenn die mich einmal treffen. Deswegen, das sollte man möglichst vermeiden, weil die wirklich reagieren, wenn sie Lolo sehen. Müssen wir diesen Block, dadurch, dass er uns schützt, sozusagen vor seine Frisur setzen. Das soll nämlich Medusa sein. Und wenn das Ding davor ist, kann das Ding uns sozusagen nicht abschießen. Und deswegen sind diese Blöcke ziemlich praktisch in diesem Fall. Aber die Rätsel werden nach und nach schwerer. Und auch die Level werden wirklich schwerer und. Es gibt hier so viel zu entdecken. Und für diejenigen unter euch, die das Spiel sogar mit Spielanleitung bekommen. Das ist auch sehr interessant. Für diejenigen, die wirklich das Spiel mit Spielanleitung haben. Okay, das war dumm. Die haben auf jeden Fall die Möglichkeit, ein Passwort dort zu finden, was sozusagen noch weit fortgeschritten ist. Sprich, man ist dann schon im nächsten Bereich in den... Naja, Profi-Leveln kann man noch nicht sagen, aber in der nächsten Stufe auf jeden Fall, was nach diesen Musikstücken kommen würde. Sprich, der Freizeitpark wäre dann da schon. Und ja, ist auf jeden Fall auch sehr genial. So, jetzt habe ich auf jeden Fall ein spezielles Herz eingesammelt. Jetzt seht ihr auf jeden Fall rechts, habe ich jetzt so eine Art Schuss, zwei Schüsse bekommen. Mit diesem Schuss kann ich jetzt diesen Gegner hier, diese Schnecke, würde ich jetzt mal sagen, sozusagen in ein Ei verwandeln. Jetzt fragt ihr euch, was kann ich damit machen? Ich kann übers Wasser nicht gehen. Ich kann dieses Ei aber so schieben, dass ich sozusagen das jetzt als Brücke verwenden kann. Später wird es auch noch so sein, dass das Ei sozusagen als Floß dient. Sprich, man kann übers Wasser gleiten bis zu bestimmten Punkten. Aber naja, das dauert erst, bis das noch kommt. Das hier sind ja erst die fortgeschrittenen Level. Und danach kommen erst wirklich die richtig üblen. Und es gibt am Abschluss wirklich noch so eine Art Profi-Level, die man bestehen kann. So, jetzt wird es auf jeden Fall auch wieder richtig interessant, wie man das hier bewältigen soll. Diese Herz-Dinger hier können sozusagen einen auch noch schützen von Tod, der Medusen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch einprägen. Solange die dort liegen, könnt ihr euch noch nicht umbringen. Deswegen nehmt euch das zu eurem Vorteil und dann könnt ihr das so machen, dass ihr sozusagen hier dran könnt. Jetzt, solange ihr diese Eierschüsse habt, könnt ihr erstmal für Platz sorgen. Aber das könnt ihr nur bei diesen Schnecken einsetzen. Andere Gegner sind, glaube ich, diesbezüglich nicht wirklich betroffen. So. Ja, und diese großen Felsen, diese dunklen Felsen hier sind sozusagen komplett Schutz. Jetzt habe ich natürlich ein Power-Up bekommen, diesen Hammer. Den kann ich jetzt dafür einsetzen, dass ich hier den Weg frei machen kann. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, das muss ich sogar hier. Somit kann ich jetzt hier durch. Und mal wieder diese tollen Blöcke vor den Medusen schieben. Sonst hätten wir ja hier große Probleme. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, sobald wir diesen Schlüssel, sage ich jetzt einfach mal, aufsammeln, verschwinden die Gegner komplett. Und man hat keine Probleme mehr. Das heißt, dann kann da nichts mehr passieren, sobald das aufgesammelt ist. Ich werde mal gucken, ob ich das hier noch so weit schaffe. Aber jetzt wird es richtig interessant. Jetzt haben wir nämlich Don-Medusas. So heißen diese Gegner hier. Die bewegen sich nämlich, wie ihr hier gerade sehen könnt. Die funktionieren quasi wie die Medusen. Sprich, wenn man jetzt einmal in Sichtradius ist, bringen die einen sofort um, um euch das mal zu demonstrieren. Deswegen müssen wir diese Blöcke jetzt geschickt einsetzen. Und das sollte man möglichst meinen. Ja, deswegen schiebe man diesen Block hier hin. Und sperre diesen Don Medusa erstmal ein. Natürlich sollte man den lichten Link nicht außer Acht lassen. Ich habe gerade schon gedacht, ich habe was vergessen. Egal. So, runterschieben, schneller rumgehen. Und weiter einsperren. Solange diese Don-Medusas eingesperrt sind, könnt ihr euch gar nichts machen. Die können euch nicht umbringen, die können euch gar nichts mehr. Das einzige Problem ist jetzt nur das hier. Nämlich bei diesen Bäumen, die ihr hier jetzt seht, könnt ihr auf jeden Fall auch noch durchschießen. Wenn denen das gelingt, dann ja. Ist man auf jeden Fall tot, mausetot. Deswegen möglichst dafür sorgen, dass sie nicht mehr dazu kommen können. In dem Fall am besten einfach nur noch einkesseln. Und dann war es das mit denen. Natürlich wird später so sein, dass sämtliche Einrichtungen und Objekte begrenzt sind und das Ganze nicht mehr so möglich ist, dass man sich so extrem schützen kann. Da ist in dem Fall dann wirklich nur noch Köpfchen gefragt. Aber was ich auch noch anmerken kann, das mache ich jetzt mal fürs nächste Level. So, da werde ich jetzt nämlich einfach mal hier mich hinstellen und einfach jetzt mal abwarten. Ihr merkt schon, die Musik hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Moment, ich mach das anders. So mache ich das. Ich bleib mal hier stehen.
Und dann warten wir jetzt eine gewisse Zeit lang, denn da passiert etwas ganz Besonderes. Deswegen drücke ich jetzt mal nix. Ihr könnt ja gerne gucken, wie lange das dauert. Ich werde in der Zeit versuchen, euch noch ein bisschen über was über das Spiel zu erklären. Also, es gibt auf jeden Fall noch mehrere Gegner, die man hier antreffen wird, wie beispielsweise so eine Art Armadillos, die sozusagen quasi auch in Lolos Richtung rollen wollen. Die werden später auch noch sehr lästig. Und dann gibt es auch noch solche Katzen, die quasi bei Berührung einschlafen. Diese Blockies hier werden euch vielleicht auch bekannt vorkommen, wenn ihr ein paar Kirby-Spiele gespielt habt. Genauso wie Lolo und Lalala haben ja auch Gastauftritte in Kirby-Spielen. Und diese Blöcke sind quasi, denke ich, auch mal hier sozusagen die Referenz aus Lolo, also Adventures of Lolo, aus diesen Puzzle-Spielen, dass die sozusagen von da auch in Kirby eingebaut wurden. Ist eigentlich sehr interessant, was die in Kirby für Easter Eggs reingebracht haben. Ist ja auch von derselben Entwicklungsfirma, HAL Laboratory, hat ja im Prinzip Kirby und Adventures of Lolo entwickelt. Und wenn ich mal überlege, die haben wirklich beim NES angefangen mit den ersten drei Teilen dort. Wobei Teil 3 kam nicht nach Europa, was ein bisschen schade ist. Wenn ich ehrlich bin, weil der Teil ist wesentlich interessanter gemacht worden als die ersten beiden fürs NES. Aber die ersten beiden Teile fürs NES sind auch nicht besonders umfangreich. Ich habe sie leider auch bisher noch nicht durchgespielt. Ja, jetzt seht ihr, Lolo ist eingeschlafen. Aber ab einer bestimmten Zeit, wie gesagt, passiert etwas ganz Besonderes. Und das kann man auch nur mit Hilfe der Spielanleitung erfahren. Ja, von alleine kommt man auf sowas nämlich nicht. Oder es sei denn, man würde Lolo wirklich einfach mal so schlafen lassen und den Gameboy zur Seite legen. Ja, auf jeden Fall war es sowieso schon genial damals, wo ich das Spiel hier, den Gameboy-Teil, wirklich gesuchtet habe. Allgemein mag ich ja solche Knobelspiele. Ich mag auch Picross, die Picross-Reihe. Das wird auch bald noch als Spiel aus meiner Vergangenheit folgen. Marios Picross, weil ich das auch von damals noch kenne für den Gameboy und auch sehr gesuchtet habe. Aber das Spiel hier habe ich durchgespielt, also, abgesehen von dem Profi-Modus, den man nach dem Freizeitpark bekommt, weil das ist mir dann doch echt zu heftig gewesen. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Profi-Level das Spiel dann noch hat am Ende. Ich denke mal, das ist auch, dass diese Profi-Level auch so eine Art Aufbau der NES-Level sind. Ich weiß allerdings nicht genau. Ich habe die noch nicht verglichen. Aber ich vermute es mal stark. Leider weiß ich auch nicht mehr, wo ich meine Spielanleitung habe, weil dort hätte ich noch sämtliche Passwörter stehen und könnte den Profi-Modus auch nochmal anspielen. Ja, da weiß ich echt nicht mehr, wo meine Gameboy-Spielanleitungen geblieben sind. Weil zu diesem Spiel wäre das echt noch praktisch, weil da habe ich wirklich zu jedem Level das Passwort einmal aufgeschrieben. Ja, und deswegen finde ich schade, dass ich das echt nicht mehr habe. Was heißt nicht mehr habe? Ich finde es nicht mehr. Ich bin zu oft umgezogen, glaube ich. Und das bekommen wir in dem Fall wohl wahrscheinlich nicht. Das dauert aber echt lange. Wir sind jetzt schon bei 3 Minuten. Da könnte man sich glatt einen Tee machen in der Zeit. Oder einen Kaffee. Das dauert echt lange. Aber ich will es euch wenigstens noch zeigen und ich werde es jetzt nicht rausschneiden, weil dann seht ihr auf jeden Fall, wie lange das exakt dauert und dass das nicht irgendwie sozusagen reingefaked wurde. Keine Ahnung, was ihr euch dann denkt oder so. Oder dass es eine Tastenkombination notwendig ist. Nein, man muss nichts drücken. Gar nichts. Man kann den Gameboy oder was auch immer den Controller zur Seite legen dann. Man muss einfach nur noch abwarten. Und dieser Musik lauschen, die sich wirklich ein bisschen verändert hat. Das ist bei diesen Musikleveln auf jeden Fall sehr interessant gemacht. Dass je nachdem, wie viele Noten, wie viele Level man schon geschafft hat und gesammelt hat, dass die Melodien sich dann ein bisschen abändern. Das haben die bei den Musikleveln echt schon sehr genial gemacht. Das ist aber wirklich nur bei den Musikleveln so. Beim Zirkus oder... Quatsch, beim Zirkus, bei den Freizeitpark ist das dann wieder ganz normal. Also man hört dann im Prinzip nur eine Melodie. Aber ich finde schon sehr genial, dass die Rätsel hier wirklich teilweise recht knackig gemacht wurden. Also ich habe da bei manchen Rätseln schon lange gebraucht, um mir das hier, was ich jetzt holen will, mir zunutze gemacht. Sprich, wenn wir jetzt noch ein bisschen warten. Wir genießen diese Musik, sie ist so toll. Aber das Spiel ist wirklich klasse. Ich kann es jedem empfehlen, der wirklich gerne sich den Kopf bei Spielen zerbricht und gerne mal Rätsel lösen will. Das Spiel ist wirklich für solche Leute sehr gut geeignet, finde ich. Und ich habe wirklich, wo ich mir das Spiel geholt habe, erst wirklich große Probleme gehabt, dadurch, dass ich ja kein Englisch verstanden habe. Weil ich in dem Fall wirklich noch auf die Spielanleitung ein bisschen angewiesen, aber im Prinzip kann man das auch ohne lernen. Weil es im Prinzip ein simples Spiel. Selbst wenn man die Basislevels macht, man lernt es sofort, weil es hier einmal vorgeführt wird, wie man das machen muss.
Und in dem Fall kann man da eigentlich nicht allzu viel verkehrt machen, aber manche Sachen waren wirklich schon sehr interessant zu lesen. Lolo, wie lange willst du mich noch warten lassen? Es sind jetzt schon 5 Minuten. 5! Ich dachte, das dauert nur 5 Minuten. Ich hoffe ja, ihr habt noch ein wenig Zeit. Oh ja, mir fällt grad nichts mehr ein, was ich euch noch erzählen kann. Deswegen warten wir, bis endlich mal was passiert. Mach schon hin, ne? Ich glaube, die Zeit zählt eigentlich erst ab, wenn Lolo schläft. Wenn ich mich nicht irre. Ich bin jetzt gerade aber echt nicht mehr sicher. Das ist echt schon eine Weile her, dass ich das zuletzt gespielt habe. Schon ein paar Jährchen, wenn ich ehrlich sein soll. Liegt momentan in der Schublade, das Spiel. Und ruht dort vor sich hin. So wie Lolo es gerade tut. Aber ich habe es trotzdem genossen. Die Freizeitpark-Level waren vor allem auch sehr genial. Und die haben wirklich sehr viel gefordert. Die haben mich wirklich bis an meine Grenzen getrieben, teilweise. Ich wäre dafür, dass es jetzt endlich mal passiert. Na endlich, wir haben's. Nämlich, wenn man lange genug wartet, passiert das. Wir kriegen nämlich die Möglichkeit, dass wir sozusagen ein Demo-Video sehen können, wie man dieses Rätsel lösen kann. Sprich, wenn ich jetzt Execute Sitz Flash of Idea auswähle, das mache ich jetzt einfach mal, dann können wir sehen, wie das Rätsel gelöst werden kann. Sprich, ihr seht jetzt, wie Lolo sozusagen selbst sich bewegt und wie man das lösen kann. Das ist jetzt zwar ein einfaches Level dafür, das jetzt zu nehmen, aber im Prinzip wird dann so gezeigt, wie man die Rätsel dann lösen kann, ohne gewisse Probleme. Ja, was man bei diesen Rockies auch anmerken muss, die können nicht über diese Wiese gehen. Diese Wiese ist sozusagen eine Blockzone für die. Ja. Und somit ist dieses Level dann geschafft. Sprich, man muss das Ganze jetzt noch so umsetzen. Ich mache das jetzt einfach mal, wie er es gemacht hat, der Computer. Ich werde mal gucken, ob ich das auch so hinkriege. Ob ich genau dasselbe Glück habe. Ja, die Blockies bleiben ja auch immer direkt stehen, wenn sie sozusagen Lololo sehen und ich bin eingesperrt. Ich bin tot! Naja, nicht wirklich, aber ich kann nichts mehr machen, also muss ich B drücken. Ja, auf jeden Fall dieses Level würde ich sagen, mache ich jetzt noch. Deswegen sammeln wir fleißig die Herzen und genießen diese abgedrehte Musik, die sich wirklich sehr stark verändert. So, bei diesem Herz würde ich sagen, warte jetzt kurz ein bisschen. So, jetzt kann ich es mir holen. Oh, und ich rette mich lieber. So, holen wir uns noch das letzte Herz. Und dann haben wir es. Naja, das letzte ist, mitunter problematischste. Ach, Mann. Egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das Level ist geschafft, Leute. Ja, und wenn man halt alle Level beendet hat, denn bei den Musikleveln sind jeweils 15, die man schaffen muss, um die Melodie zu vervollständigen, dann kriegt man auf jeden Fall eine kleine Sequenz, wo man die komplette Melodie hören kann. Ist auf jeden Fall sehr interessant anzusehen. Und hier haben wir auch noch sehr fiese Gegner. Genau, diese Skelettköpfe, die man erst zum Leben erwacht, sobald alle Herzen gesammelt sind. Sprich, dann erwartet einer erst der Tod. Kleine Demonstration gefällig? Hier. Sprich, jetzt muss ich um mein Überleben banken. Oder einfach mal warten, bis die toten Köpfe richtig gehen und dann einfach nur einsperren und schnell zur Note gehen. Schade, weil sobald ich diese Note aufgesammelt habe, sind sie ja komplett weg. In dem Fall muss ich einfach nur beten. Ich würde sagen, diesen Block schiebe ich einmal nach rechts. So, jetzt wollte ich einfach mal ein bisschen nochmal runtergehen. Vielleicht klappt er nochmal. Okay, bevor jetzt wirklich noch was Dummes passiert. Ja, von mir aus geht auch darüber. So ist auch sehr gut. Nein, ich bin tot. Scheiße, ich hätte nicht so viel zögern sollen. Na komm, das Level machen wir auf jeden Fall noch in dieser Aufnahme. Das will ich jetzt noch bewältigen. Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen, dass diese Totenköpfe mich hier besiegen können. Normalerweise sind diese Blöcke dafür gedacht, dass man sich hier wahrscheinlich das Ganze etwas anders macht. So, jetzt habe ich es aber endlich. Geht doch. So schwer war das doch jetzt gar nicht. Wunderbar, Leute. Ja, ihr könnt euch gerne die Passwörter aufschreiben, wenn ihr wollt. Und ihr könnt auch das Spiel gerne probieren. Ja, man kriegt das heutzutage ja eigentlich recht günstig. Ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Spiel. Für diejenigen, die wirklich solche Knobelspiele lieben. Ich kann es echt nur empfehlen.
Ja, das war auf jeden Fall soweit von Adventures of Lolo. Und ich hoffe, ihr seid dann bei meinen anderen Aufnahmen auch wieder dabei oder bei meinem nächsten Spiel aus meiner Vergangenheit. Deswegen verabschiede ich mich hier und sage mal bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, liebe Leute.